Hallo und herzlich willkommen bei Clash Buttons. Ich bin Manu, das ist Alice und wir machen einfach weiter wie beim letzten Mal auch. Wenn ich mich heute ein bisschen komisch anhöre, liegt es daran, dass ich mich etwas erkältet habe, aber das kriegen wir wohl hin. Ich habe die letzten zwei Tage nämlich keine Stimme gehabt. Also bin ich gerade froh, dass ich überhaupt noch was sagen kann. Sie, die eine einzelne Seele rettet, rettet die ganze Welt. Erinnerst du dich? Was? Oh, nicht schon wieder die Idioten. Okay, was ist... Ja. Daimyo Weste. Wespe. Weste. Irgendwo die Zähne. Ja, mich haben die Zähne jetzt wirklich mehr interessiert. Ja, Moment. Ich versuche jetzt gerade ihr. Okay, die Knarre ist jetzt warm gelaufen wieder. Okay. Okay. Was tun wir das? Oh nee, das geht auch nicht. Der ist jetzt etwas. Ja, nee, ist klar. Wegen so einem Viecher muss man hier antreten. Ich habe gar keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich glaube, das kriegen wir wohl hin. Das ist wie mit den Teekannen, mit dem Auge. Lass mich in Ruhe, du blödes Ding. Ah, Mist. Nur gib ihm die Kante, Mensch. Oh, ist der hartnäckig. Der ist ja wahnsinnig hartnäckig, ist er ja. Oh Gott. Oh, da hinten liegt auch was. Irgendwer oder was betet da hinten auch? Ja gut, das war jetzt soweit alles gut. Ne, da ist auch nichts, da ist auch nichts. Ja, ich habe eher so Panik, dass wir so Sachen vergessen oder so. Muss ja nicht. Aber hier war doch, da habe ich doch gerade irgendwas kaputt gehabt. Und, ja. Mhm. Aber hier ist auch irgendwie so ein Schwein. Moment. Das eine Schwein konnte ich nur sehen, indem ich klein war. Okay. Ja, lass uns mal weitergehen. Das werden wir bestimmt cool finden. Ich habe sogar das Gefühl, da kommen wir gar nicht mehr hin. Ist sie die Auserwählte? Die Rettung? Unsere Wohlfälterin. Ich schieße hier die Füße platt da. Also, jetzt mal ohne Scheiß. Machen wir mal einen Vergleich. So, da und da, da und da. Das funktioniert nicht, Jungs. Das funktioniert ganz und gar nicht. Ja, was bist du? Was seid ihr überhaupt für Dinger? Seid ihr so Papiergeschnetzeltes oder was seid ihr? Hm.
alles. Die Große, die Mächtige, die Mutige, die Tollkühne, die Wahnsinnige, die Ungestüme. Und du bist gleich geschnetzeltes. Sprich mit dem Ältesten. Das musst du wirklich. Er weiß Dinge. Er denkt sogar Dinge. Geilste Fahrstuhl ever. Alice, als Nachtlicht. Aber nur im Flur oben. Und nur bis du 12 wirst. Was hat das mit dem Nachtlicht und und dem Alter zu tun? Das verstehe ich auch nicht. Warum nur bis sie 12 ist? Was passiert dann? Wird sie dann abgeschoben? Fragen um Fragen und keiner hat eine Antwort. Oh, nicht schon wieder so ein blödes Bilderrätsel. Deine Erfolge im Kampf und Rätseln legen nahe, dass du den kommenden Aufgaben gewachsen bist. Das Mentale wird deine Würdigkeit bestätigen oder deine Niederlage verkünden. Okay, auf beides habe ich keinen Bock. Ja, so ist das. Ein paar Zähnchen einsammeln. Wenn es mal zwischendrin knacken sollte, tut's mir leid. Ich habe gerade ein neues Setup, probiere ich gerade aus. Mit einer Elgato. Und ich glaube, das HDMI-Kabel ist kaputt. Ich bin mir nur nicht ganz sicher. Also, wenn was sein sollte, tut es mir wirklich wahnsinnig leid. So, Hasen hingelegt. Ihn selber explodieren lassen. Hier ist sonst überhaupt nichts. Nee, hier ist sonst alles weg. Gut. Wie viel muss ich noch? Mindestens 2. Oder? Ja, 2 muss ich noch suchen. Einen habe ich da vorne stehen. Ich finde die Hasen lustiger wie diesen ollen Pferdekopf. Okay, den haben wir. Und der letzte im Bunde. Würde ich mal so behaupten. Okay. Wenn ich jetzt den den. Ah, Moment. Und den. Du kannst uns retten. Ich öffne den Pfad. Jetzt auch ohne der Droge Rätsel machen können, oder nicht, Alter?
Kannst uns retten, ich öffne den Pfad. Ja, warum machst du das nicht schon seit einer halben Stunde? Hätte ich nur durchrennen müssen. So, gibt's hier irgendwas, was jetzt... Ich wusste, dass ich die Schweinenase nicht wiedersehe. Ne, ich hätte sie mal vorhin suchen sollen. Sie ist faktisch krank, stellt sich verrückte Dinge vor und hat einen Heldenkomplex. Einen Drang, anderen zu helfen, weil sie sich selbst nicht helfen kann. Und einen Hang zur Weltverbesserung. Sie will den wahren Sinn ihres Lebens entschlüsseln. Und weiß nicht, wer den Schlüssel hat. Ja. Das ist schon mal schlecht, wenn sie nicht weiß, wer den Schlüssel hat. Oh Gott. Moment. So, gelandet. Nein. Sorry. Ich dachte, ich kriege ihn. Was ist denn heute mit mir los? Es liegt an der Erkältung. Bin mir ziemlich sicher. Sorry, das wollte ich überhaupt nicht. Mein Gott, was ist denn heute los? Ich bin normalerweise besser wie das. Oder sind vielleicht die Akkus von meinem Controller jetzt leer? Hätte ja auch sein können, ne? Überhaupt nichts. Wann, was, wo passiert? Gut, wir sind wenigstens darauf gelandet. Ich weiß, ich hätte nicht mehr hüpfen müssen. Ich will den einen Zahn noch. Kratzen wir unnötig ab. Toll. Sorry, ich sag ja. Die wilden Wespen belagern uns. Sie kontrollieren die Gipfel von Osten nach Westen. Du musst sie besiegen, um zur Raupe zu gelangen. Ich muss wohl auf den Gipfel hinaufsteigen, denn er wird nicht zu mir kommen. Wir vertrauen darauf, dass die Raupe, die Seltsame, die Wunderbare, denen hilft, die in Not sind. Eines Tages werden wir es wissen. Reinheit des Herzens bedeutet nur eines zu wünschen. Um seinen heiligen Hain zu erreichen, musst du dich dem grausamen Daimios stellen, der uns den Zugang zu seiner Macht verwehrt. Ich öffne den Eingang in die heiligen Höhlen, wo deine Reise beginnt. Das sieht jetzt schon gar nicht gut aus. Da läuft jetzt bestimmt Sand oder Wasser rein oder weiß Gott auch immer. Okay. Ich kann hier nicht langlaufen. Das ist mein Ernst. Ich kann da nicht reinspringen, nix. Und da? Auch nicht. Ich kann damit interagieren. Alice kann sich wie sonst bewegen, springen, schrumpfen und auch schweben. Beweg dich vorsichtig, um den Gefahren zu entgehen. Okay, tot durch alles. Ein Bild häuslicher Harmonie und Ordnung. Die fruchtbare Landschaft förderte Fleiß, Toleranz und Zusammenarbeit.
liebende Familien gediehen. Glückliche Kinder und teure Freunde, dankbar für ihr Wohlergehen, lebten über Generationen sicher, geschäftig und frei. Aber ein plötzlicher Angriff von außen zerbrach ihre zarten Körper und beinahe auch ihren großzügigen Geist. Sau cool. Ich bin da drüber hergesprungen. Sauhund. Aber der Tod ist mal was anderes. Würde ich mal so behaupten, wa? Sieht auf jeden Fall saulustig aus. Versuche gerade echt nicht zu sterben. Aber ich kann nicht angreifen, das ist schon mal klar. Das geht, aber das Ausweichen geht auch nicht. Okay. Nein, das wollte ich doch gar nicht. Mann. Nee, da kann ich nicht hoch. Okay. Alles klar. Okay. Ich habe nicht aufgepasst. Wo muss ich hin? Nein. Da nicht. Ach Gott, ey. Es fühlt sich so ein bisschen gerade an wie bei Mario hier. Zieh an der Kette, Alte. Nee, gib Kette, ne? Gib Kette. X zum Verlassen? Wieso könnte ich das denn nicht schon vorhin drücken? Ab und zu denke ich, die denken nicht mit. So. Wir sind fertig mit dem Bild. Ich weiß auch nicht warum, aber wozu das Ganze war und... Ich glaube, um da die Tür zu öffnen, das war vorher nämlich nicht offen. Aber das werden wir beim nächsten Mal erfahren. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Und abonniert meinen Kanal. Liked das Video, falls es euch gefallen hat. Teilt das Video. Zeigt das euren Freunden. Gebt Vorschläge, falls ihr ganz andere Videos sehen wollt. Was weiß ich was. Call of Duty oder
Overwatch oder weiß Gott auch immer, was ihr sehen wollt. Sagt mir einfach Bescheid, ich versuche es zu machen. Wird dann auch in kürzester Zeit erledigt, also von daher. Bis dann, ciao.